Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir möchten heute über das Thema Kampagnenmanagement sprechen. Ich freue mich, dass Stefan Eller wieder dabei ist. Hi Stefan. Hallo Juliane, ich freue mich auch. Stefan, was versteht man unter Kampagnenmanagement? Ja, Kampagnenmanagement wird ja unterschiedlich definiert und viele verstehen auch unter Kampagne unterschiedliche Dinge. Ich würde mal das so definieren, dass ein Kampagnenmanagement für eine erfolgreiche und effiziente Planung und Durchführung von Marketingkampagnen, von Marketingaktionen, zum Beispiel Werbekampagnen, E-Mail-Kampagnen, eingesetzt wird. Es handelt sich also um eine strukturierte Anwendung von Projektmanagement-Methoden im Bereich des Marketings zur Marktbearbeitung. Und da gibt es so klassische Kampagnen, zum Beispiel, dass ich Werbung schalte, dass ich Postversendung oder sowas mache. Es gibt aber auch eben modernere Verfahren im Online-Marketing zum Beispiel, wie Suchmaschinenoptimierung und dergleichen. Aber da kommen wir im Laufe des Podcasts ja noch näher drauf. Ja, wann werden denn Kampagnen eingesetzt? Kampagnen werden in unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Themen eingesetzt, unter anderem zur Interessentengewinnung oder zur Leadgewinnung. Also wenn ich neue Kunden gewinnen möchte, ist das ein wichtiges Element, neue Kundengewinnung. Es gibt aber auch gute Kampagnen, die im Bereich der Bestandskundenentwicklung eingesetzt werden. Also wenn ich einfach die... Ich mache mal ein Beispiel, wir als Unternehmen machen so Geburtstagskampagne, wenn ein Unternehmen 5 Jahre unser Kunde ist oder 10 Jahre unser Kunde ist, dass wir dann den Kunde ein kleines Präsent oder sowas zur Verfügung stellen. Mhm. Also auch für Bestandskundenthematiken kann das gut eingesetzt werden. Man kann Up- oder Cross-Selling-Thematiken machen, das heißt, wenn ich was verkaufe, dass ich eine Cross-Selling-Kampagne dazu fahre. Man kann Kündigungsprävention machen, also dass ich vermeide, dass Kunden, die unzufrieden sind, dass die kündigen, dort Kampagnen anfahren oder sogar Kundenrückgewinnung. Also dass ich sage, okay, ich gehe mal alle verlorenen Kunden der Vergangenheit an. Es ist statistisch gesehen wesentlich einfacher, einen verlorenen Kunden wieder zurückzugewinnen, wie einen neuen Kunde zu generieren. Also das sind durchaus Dinge, wo Kampagnen eingesetzt werden. Und wenn es okay ist, würde ich vielleicht weiter ausführen, in welchen Schritten das vonstatten geht. Wäre meine nächste Frage, darfst du gerne machen. Okay. Weil wenn ich jetzt gerade so die ganzen Dinge vor Kopf habe, warum man solche Kampagnen durchführt, dann ist ja sicherlich die nächste Frage, wie geht man da jetzt vor? Genau. Und in aller Regel fängt man mal mit der Kampagnenplanung an. Das heißt, ich habe eine Budgetierungslogik. Am Anfang eines Geschäftsjahres macht man sich Ideen, welches Portfolio will man pushen, in welche regionalen Märkte möchte man rein, welche Zielgruppen möchte man bestimmen, welche Kundensegmente möchte man angehen. Das heißt, ich habe eine Strategie und eine Ableitung daraus. Da haben wir auch schon einen Podcast über das Thema gedreht. Das heißt, ich mache eine Kampagnenplanung. Und dann muss ich das ja irgendwie organisieren. Also wer macht was, eine Aufbau- und eine Ablauforganisation dieser Kampagnen. Und wenn ich das Team zusammen habe, aus Marketing, aus Innendienst, aus Außendienst, aus Geschäftsführung, den ich da dazu brauche, weil man sagt ja auch oftmals, Content is King. Das heißt, irgendjemand muss auch guten Content erstellen, zum Beispiel Videobotschaften, Podcasts, wie, was auch immer, Texte, Blogbeiträge. Da brauche ich oftmals auch andere Menschen, nicht nur die Marketeers, sondern auch einen Ingenieur vielleicht oder dergleichen. Das heißt, man muss die Organisation definieren. Und dann habe ich als drittes, dass ich die Kampagnenplanung tatsächlich umsetze. Das heißt, man bestimmt die Personas, die ich anschreiben möchte. Man entwickelt die Kommunikationsbotschaft, man sorgt für den Claim, man sorgt für das Key Visual, hat vielleicht die Konzeption der Werbemittel, die dazu notwendig sind, muss die Werbemittel produzieren im Vorfeld. Machen wir mal eine Messe als Beispiel. Da müssen Dinge in der Planung schon umgesetzt werden, bevor ich die Kampagne überhaupt starte. Und dann geht es ja irgendwann los. Ich lade zum Beispiel durch so eine Messe ein oder für so eine Messe ein. Das heißt, da geht es dann eher darum, dass man dann die Durchführung der Kampagne im Auge behält, also die Execution, das heißt das Versenden der E-Mails über Marketing Automation Tools zum Beispiel, dass ich 2 Wochen, falls keiner geklickt hat, nochmal ein Reminder schicke. Für diejenigen, die geklickt haben, die kriegen ein Dankeschön-Mail. Für diejenigen, die vielleicht sich auf einen bestimmten Kurs angemeldet haben, kriegen dann noch
Informationen in einem nächsten Schritt über die Anfahrt, über Parkmöglichkeiten oder werden abgefragt über Essensgewohnheiten, Vegetarier, ja, nein, was auch immer da passieren muss. Also die ganze Durchführung der Kampagne bis hin dann später zum Monitoring. Wie erfolgreich war denn die Kampagne? Ne? Und welche Lessons learned können wir daraus ziehen? Das sind so die, ich sag mal so fünf elementare Schritte, wo so eine Kampagne durchläuft. Welche Lösungen sind denn für so eine Umsetzung von dem Kampagnenmanagement ratsam? Gut, ich habe gerade schon mal Marketing Automation angesprochen. Genau. Ich habe auch schon mal das Wort Projektmanagement in den Mund genommen. Na, ich würde in jedem Fall auch das Thema CRM in diesem Kontext sehen. Mhm. Und dann würde ich ein sinnvolles Zusammenspiel dieser Lösung sehen. Ne? Denn im CRM ist unser Adresspotenzial an Bestandsadressen. Ne? Nicht nur Bestandskunden, da sind ja auch die Prospects schon drin. Die Marketing Automation brauche ich aber auch, um Neukunden zu generieren, beziehungsweise um die Profile der Bestandskunden zu komplettieren. Ja. Und für die Execution, also für das ganze Aufgabenhandling, Meilensteine, Budgetverwaltung, das ganze Doing, brauche ich eine gute Projektmanagement-Lösung. Das sind meistens, muss man ganz ehrlich sagen, die CM-Lösungen dann am Ende mit ihrem Latein, wenn es wirklich um Risikomanagement geht, Budgetierung mit SAP, Kostenplankalkulation und dergleichen, ein Aufgabenmanagement, Meilenstein, Gantt-Diagramme, Projektmanagement-Methoden auch wirklich abzubilden. Ne? Und wenn ich eine große Messe baue, ne, die dann durchaus mal auch mehrere Millionen an Kosten verursachen kann, dann ist es halt nicht mit einer kleinen Excel-Tabelle gemanagt. Ne? Also da braucht man dann auch gutes Projektmanagement. Ja, gehen wir doch mal eine Ebene tiefer in die Kampagne ein. Was sind denn so wichtige Themen oder Erfolgsfaktoren für eine Kampagne? Okay, also ich fange mal an mit so Unternehmenskommunikationsthematiken. Ne? Also man muss sich ja überlegen, wie wollen wir an den Markt kommunizieren, über welche Medien, ne? Und es muss ja möglichst integriert auch laufen. Ne? Also die Geschäftsführung sollte im Newsletter ähnliche Botschaften senden wie der Vertriebskollege, der draußen im Außendienst ist, und auch die gleiche Botschaft sollte, wenn der Kunde sich über eine Commerce-Plattform, also man spricht ja da von den unterschiedlichen Touchpoints, ne, und die Elemente, dass diese Kommunikation gleichgestellt ist, gleichgerichtet ist und auf die aktuelle Situation am Markt ausgerichtet ist. Dann muss die Botschaft ja stimmen, also was ich kommuniziere. Ne? Also das heißt, wir müssen uns gut überlegen über USPs, über unsere Positionierung, ne? Dass man nutzenorientiert kommuniziert und nicht eigenschaftsorientiert. Ne? Viele Techniker sind zu verliebt in ihre eigenen Produkte und sagen dann, ja, das Ding dreht sich so schnell und fliegt so weit und ne? Was hat der Kunde davon, was ist der Nutze? Und das sind auch in die Kommunikation mit Verstärkern, also gute Adjektive zum Beispiel, sauber einzubinden. Ne? Aber ich kann nicht an jeden das Gleiche kommunizieren. Das heißt, als drittes Element sehe ich die Zielgruppe. Ne? Man spricht ja auch von Buyer Persona. Ne? Dass man sich genau über die unterschiedlichen Ansprechpartner bei meinen Kunden, auch vielleicht den Stakeholdern drumherum, Meinungsbildner, Befürworter, Empfehler, dass ich mir über dieses Stakeholder-Management Gedanken mache, diese Buyer Persona aufdrösle und überlege, mit welcher Kommunikation kann ich die unterschiedlichen Zielgruppen denn am besten ansprechen. Ne? Und dann müssen wir natürlich die Basisregeln der Kommunikation beherrschen, ne? Für dieses klassische Oldschool, das heißt, wie mache ich Werbung, wie mache ich eine Broschüre, wie mache ich einen Flyer, wie mache ich einen Katalog und dergleichen. Ne? Ich nenne es jetzt mal Oldschool, also oder der klassische klassische Weg der Kommunikation, also wo ich auch vielleicht eine Mailing dazu zählen würde oder eine Messe oder ein Event. Wie spreche ich meine Kunden auf der Messe an? Ne, was sind die ersten drei Sätze, die ich da sage, wenn jemand auf den Messestand kommt? Aber ich muss mir natürlich auch über die Basisregeln Gedanken machen der modernen Kommunikation. Also wie ich im Online-Marketing auftrete, was mein Webshop anbelangt, was meine Suchmaschinen-Marketing anbelangt, ne, Affiliate-Marketing. Also all diese Themen, die ja in den letzten 10 Jahren neu dazugekommen sind, die muss ich eben auch beherrschen. Und wenn ich halt eben TikTok als Kommunikationsmedium auswähle, dann muss mir klar sein, dass ich dort anders kommuniziere wie in Facebook. Ja, weil es eine andere Zielgruppe ist, ein anderes Altersspektrum. Ne? Und also so haben auch diese modernen Technologien ihre Facetten, die man berücksichtigen muss. Und dann schließt sich das Ganze wieder mit Budgetierungsthemen. Ne?
Ich kann natürlich sagen, 20.15 Uhr Samstagabend im ARD wäre eine geile Werbung. Wenn ich mir das aber nicht leisten kann, bringt das alles nichts. Das heißt, man muss auch zur Kommunikation, zur Kampagnengestaltung, die Budgetierung und auch dann nachher die Erfolgsmessung im Auge behalten. Dann wird die Sache rund. Auf jeden Fall. Ja, Stefan, wie würdest du das ganze Thema Kampagnen oder Kampagnenmanagement zusammenfassen in einem Satz? Ich habe jetzt ja viele Dinge so kurz angeschnitten. Ne? Und wenn man all das richtig tun möchte, was ich angesprochen habe, ne? Von der Budgetverwaltung über die Erfolgsmessung, über Online-Marketing, Kommunikation, Botschaften, USPs, irgendwo muss man das ja mal zusammenbringen. Was sind unsere 10 USPs? Was sind die 15 Nutzenargumente? Was ist die Messestandbotschaft? Was ist, ne? Ich würde dazu eine Projektmanagement-Lösung nehmen. Das wäre die Zusammenfassung. Eine Projektmanagement-Lösung nehmen, die gut integriert ins CRM ist und die ganzen modernen Kanäle mit integriert, sprich Marketing Automation. Die drei Lösungen gut miteinander verheiraten. Das wäre so mein Credo. Hört sich gut an. Unsere ZuhörerInnen haben ja auch SAP im Einsatz. Hast du da irgendwie nochmal Besonderheiten? Genau, also für die Kunden, die SAP nutzen, im ERP-Umfeld, da haben wir ja schon Vorteile, dass man so Sachen wie Budgetplanung mit integrieren können. Das heißt, so eine Kampagne sollte auch eine Abbildung im SAP haben, in der Controlling-Welt, dass wenn eine Rechnung aus der Buchhaltung in die Buchhaltung kommt, Messebauer, Grafikdesigner, dass diese Kosten auf der Kampagne landen, dann habe ich eine Plan-Ist-Situation automatisch. Also solche Integrationen. Aber auch die ganzen Kundendaten. Ich will auch vielleicht bei einer Kampagne selektieren, zeigt mir alle Kunden, die Maschine X100 im Einsatz haben, bei denen der Wartungsvertrag in den nächsten 24 Monaten ausläuft. Dann brauche ich Zugriff auf die Daten aus dem Customer Service Modul des SAPs. Ich mache vielleicht eine Kampagne, dass ich sage, ich will alle Kunden anschreiben, die letzten 2 Jahre Angebote von uns bekommen haben, aber nie ein Auftrag draus geworden ist. Ne? So eine Wiederauflebungsthematik. Also was auch immer, die ganzen Daten liegen im SAP. Das heißt, auch SAP muss integriert werden in dieses Kampagnenmanagement. Denn nur dann haben wir am Ende so ein Golden Record und diesen Prozess Lead to Order durchgängig. Ne? Und das wäre so meine Hoffnung. Ja, spannend, aber auch wichtig. Vielen Dank, Stefan. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Kampagnenmanagement. Vielen Dank, Stefan, dass du wieder dabei warst. Und ja, weiteren Content findet ihr in unseren Shownotes. Und damit freue ich mich aufs nächste Mal und sage bis bald. Bis bald, Juliane. Hat wieder mal Spaß gemacht. Dankeschön. Bis dann. Danke.